Hallo, ich bin's wieder. Heute möchte ich nochmal über den Antichristen sprechen. In der Bibel Offenbarung wird der Antichrist auch als Tier bezeichnet, das böse Tier, was am Ende der Zeit als Weltherrscher auftritt und im Auftrag von Satan die Weltherrschaft übernimmt. Im Thessalonicher Brief heißt es der Mensch des Verderbens und der Sünde, der auftreten wird. Aber wer ist dieser Antichrist? Und was bedeutet überhaupt Tier? Wir müssen dazu im Alten Testament Buch Daniel schauen. Da hat Daniel in einem Traum vier Tiere gesehen. Und da ist auch die Erklärung dabei, was Tiere sind. Weltliche Reiche. Diese vier Tiere, die Daniel gesehen hat, in seinem Traum sind identisch mit den vier Materialien der Statue, die er auch in seinem Traum gesehen hat. Das Tier 1 ist das Goldene Reich. Das Tier 2 ist das Silberne Reich. Das Tier 3 ist das Kupferne Reich. Das Tier 3 ist das Kupferne Reich und das Tier 4 ist das Reich aus Eisen und dann später ändert sich das Tier 4 zu Eisen und Ton. Also Daniel im Alten Testament, Buch Daniel, sah einen Traum mit vier Tieren, die auch identisch sind mit den vier Materialien der Statue, die er sah. Tier 1, das Goldene Reich, das war das Babylonische Reich. Tier 2, das Silberne Reich, das war Medo-Persische Reich. Tier 3, das Kupferne Reich, das war Griechenland. Und Tier 4, das Reich aus Eisen und dann später Eisen und Ton, das war das Römische Reich. Und was das Römische Reich, zuerst Eisen, homogen, stark einheitlich und dann Eisen und Ton. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches zerfiel Europa in viele verschiedene, zerfiel das Römische Reich in viele verschiedene Teile. Manche davon waren stärker, manche schwächer, wie Griechenland, ein schwaches europäisches Land, Deutschland, ein starkes europäisches Land. Und die Europäische Union ist gegründet auf den römischen Verträgen, damit wir die Verbindung zum antiken Römischen Reich klar. Deshalb ist die EU quasi eine Fortsetzung des Römischen Reiches in einer heterogenen, uneinheitlichen Form. Das antike Römische Reich, das Reich aus Eisen und Buch Daniel und das europäische EU-Reich, jetzt aktuell und künftig, nicht so einheitlich, sondern uneinheitlich, starke und schwache Staaten, die lose nebeneinander existieren. Reich aus Eisen und Ton. Gut, diese vier Tiere symbolisieren große, weltweit dominierende heidnische Reiche. Warum kommen die USA darin nicht vor? Ganz einfach. Diese vier Tiere sind große heidnische Weltreiche, die zu ihrer Zeit weltweit dominierend waren oder sein werden und die irgendwann Israel angreifen und besetzen werden. Die USA hat niemals und wird wahrscheinlich auch niemals Israel angreifen und besetzen. Deshalb kommt die USA bei dieser Tieraufzählung nicht vor. Aber Babylon, auch Medo-Persien, auch Griechenland und auch das Römische Reich haben alle Israel mal angegriffen und besetzt. Und auch die EU, Europa. Ja, und die waren auch zu ihrer damaligen Zeit die stärkste Macht weltweit. Und auch Europa, EU, das Reich aus Eisen und Ton, das vierte Tier in einer modifizierten Variante. Das vierte Tier, das Römische Reich, gibt es zwei Varianten, Eisenvariante und Eisentonvariante. Eisenvariante antikes Römisches Reich, Eisen- und Tonvariante modernes Europa, EU. Damit ist klar,
EU, Europa wird wieder zu einer großen, starken, weltweit dominierenden Macht werden. Und sie werden auch irgendwann später, wie es bei diesen Daniel-Tieren eben der Fall ist, zwangsläufig Israel angreifen und besetzen. Steht auch in der Offenbarung. Im Harmageddon-Weltkrieg wird Europa wieder Krieg führen mit Israel und es besetzen. Harmageddon-Weltkrieg. Jetzt zurück zum Antichristen. Der Antichrist wird, wie gesagt, ein Weltherrscher sein, ein böser Weltherrscher, der im Auftrag von Satan die Welt herrschen, beherrschen wird, versklaven wird und böse Dinge tun wird, inklusive Kriege führen. Und ja, er wird natürlich der Herrscher eines bestimmten Reiches sein. Natürlich eines großen heidnischen antichristlichen Reiches, eines dieser vier Tiere aus dem Buch Daniel. Und logischerweise, da er ganz am Ende der Zeit, ganz spät in der Endzeit auftreten wird, der Herrscher des letzten Tieres, nicht des ersten, zweiten, dritten Tieres, die sind ja schon in der Vergangenheit abgearbeitet worden, sondern der Herrscher des vierten Tieres. Und zwar der Herrscher des vierten Tieres nicht in der ersten Phase, der Eisenphase, sondern der Herrscher des vierten Tieres in der Eisen- und Tonphase. Und zwar das vierte Tier in der Eisen- und Tonphase, siehe das Standbild im Buch Daniel, das ist eben das moderne Europa, die EU. Und ganz zum Schluss, noch in ferner Zukunft, wird irgendein Herrscher der EU der Antichrist sein. Er wird dann das Tier sein. Der Offenbarung. Tier bezeichnet ein weltliches Reich, in diesem Fall Europa, EU, und dessen Herrscher, also einen Europa-EU-Herrscher. Er wird aber nicht nur über Europa-EU herrschen, sondern über die ganze Welt. Er wird alle Menschen ein Implantat in Stirn oder rechte Hand machen lassen, das Malzeichen. Ohne das kann man nicht mehr kaufen, verkaufen, wahrscheinlich bargeldloser Zahlungsverkehr. So überwacht und kontrolliert er die Menschen weltweit. Und er wird lauter böse Dinge machen, inklusive eines neuen Weltkrieges. Diesen Harmageddon-Weltkrieg steht auch in der Offenbarung. Schon wieder ein Weltkrieg, ein böser, böser Mensch schon wieder. Also, seid auf der Hut. Wenn irgendwann dieser böse, böse Antichrist die Macht über die EU übernimmt und alle Menschen zwingt, an Stirn oder rechte Hand ein Implantat sich anbringen zu lassen, dauerhaft, ohne dass man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann, und der dann auch noch irgendwann einen Krieg, einen Weltkrieg beginnt, einen neuen, den Harmageddon-Weltkrieg mit Israel, wenn so jemand auftritt, folgt ihm nicht. Das ist dann ein böser Mensch. Das ist dann der Antichrist. Ihr erkennt ihn daran. Erstens mal, er wird nicht nur innerhalb der EU, was sein Kernherrschaftsgebiet sein wird, sondern weltweit alle Menschen zwingen, an rechte Hand oder Stirn sich ein Malzeichen anbringen zu lassen. In der Offenbarung steht, ohne das kann man nicht mehr kaufen und verkaufen. Es dient also dem höchstwahrscheinlich dem digitalen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Wenn das passiert und wenn der dann auch noch anfängt, einen neuen Weltkrieg zu starten, das ist ja eine ganz schlechte Sache, diesen Harmageddon-Weltkrieg mit Israel, folgt ihm nicht. Denn das ist dann dieser böse Antichrist. Folgt ihm nicht, nehmt sein Malzeichen nicht an, diesen Chip oder was auch immer. Und folgt ihm einfach nicht. Leistet Widerstand. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Die Entwicklung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Das dauert noch ein paar Jahrzehnte vermutlich, aber behaltet schon mal im Hinterkopf. Folgt diesem EU-Herrscher nicht. Denn in der Offenbarung steht, wer ihm folgt, ihn anbetet, sich das Malzeichen an rechte Hand oder Stirn implantieren lässt und ihn wahrscheinlich auch noch bei diesem komischen Weltkrieg wieder unterstützt. Zum Beispiel, indem er in dessen Armee eintritt oder indem er einfach ihn unterstützt dabei. Der kommt dann zwangsläufig in die Hölle als Strafe.
Es ist kein Spaß, diesen bösen Antichristen, diesen Tier der Offenbarung zu unterstützen später, wenn er auftreten wird. Das wird automatisch mit Höllenstrafe bestraft werden. Und in der Offenbarung ist von zwei Tieren die Rede, Tier 1, Tier 2. Tier 1 ist, wie gesagt, dieser Antichrist, der Mensch der Sünde, des Verderbens, dieser künftige Weltherrscher, der offiziell Herrscher der EU sein wird, EU-Europapräsident, der aber so viel Macht haben wird, dass er gleichzeitig auch Macht über die gesamte Welt hat. Alle anderen Länder werden auf ihn hören, wenn er was sagt. Ja, dieser Antichrist ist das erste Tier, das zweite Tier, das ist ein Zauberer, ein Magier, der große Zeichen und Wunder tut, um das erste Tier, den Antichristen, ja, zu stärken, um dessen Ansehen in der Bevölkerung zu heben, um die Leute davon zu überzeugen, dass der Antichrist ein echter göttlicher Messias und Prophet, ja Gott selbst ist. Antichrist bedeutet ja anstelle des Christus. Antichrist bedeutet, dass ein Mensch ausgibt, er sei der Christus und somit Gott. Nicht der Christus vor 2000 Jahren war der echte Christus, sondern der Antichrist wird behaupten, das war ein falscher Christus, ein falscher Messias. Er selbst ist der echte Christus, Messias. Er selbst ist somit der echte Gott, den man anbeten muss. Er wird sich also anstelle von dem echten Christus damals als falscher Messias hinstellen und sagen, er sei der echte Messias, der echte Gott, der echte Christus, den man anbeten muss. Das darf man aber auf keinen Fall tun. Denn er ist nicht der Echte, er ist der Falsche. Der Echte war vor 2000 Jahren da. Und wenn er kommen wird, der Antichrist, wird er der falsche Messias sein. Ein falscher Prophet, ein falscher Gott, der sich selbst als Christus und Erlöser, Messias und Gott und Heilbringer ausgeben wird, der es aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Und der dann weltweite Anbetung haben werden will, wie damals die römischen Kaiser auch. Die wollten sich auch immer anbeten lassen. Aber wer ihn anbetet, kommt später in die Hölle. Es gibt eine kleine positive Sache für Christen. Christen werden höchstwahrscheinlich vorher entrückt werden, bevor der Antichrist kommt. Die echten, überzeugten Christen, so als Schutz, damit sie nicht unter dem Antichristen leiden müssen. Aber selbst wenn ihr nicht entrückt werdet später oder eure Kinder und Enkel, macht nichts, lehnt einfach den Antichristen ab und dessen Malzeichen an rechte Hand und Stirn, lest das in der Offenbarung nach, dann kommt ihr nicht in die Hölle und alles ist okay. Und der Antichrist wird nur 7 Jahre ungefähr regieren. In der Offenbarung stehen schon die Jahrzahlen. So, etwas über 2000 Tage, also so 7 Jahre, steht wörtlich in der Offenbarung. Also lächerliche 7 Jahre wird er regieren, dann kommt der echte Messias, der Jesus, wieder zurück auf die Erde, beseitigt den Antichristen und errichtet sein Friedensreich auf Erden. Also alles halb so wild. Hauptsache, ihr betet ihn nicht an, wenn er dann irgendwann mal kommt und ihr wisst, er wird offiziell EU-Herrscher sein. EU-Präsident oder was auch immer von Europa. Denn Europa ist das vierte Tier. Das Römische Reich in einer modifizierten Phase. Nicht mehr in der Eisenphase, Buch Daniel, Statue, sondern in der Eisen- und Tonphase. Die eisernen, tönernen Füße und Zehen. Also, Bibel, Antichrist, Offenbarung, Johannes wird sein, das Tier aus dem Abgrund wird sein, ein künftiger offizieller Europa-EU-Herrscher. Egal, ob er jetzt Präsident genannt werden wird oder EU-Kaiser oder EU-König oder EU-Herrscher, auf jeden Fall künftiger EU-Europa-Herrscher wird es sein.
der